Auf YouTube gibt es viele Fehler, die ihr machen könnt. Und in diesem Video möchte ich euch einige Tipps mitgeben, worauf ihr achten solltet und damit ihr Fehler vermeidet. Also bleibt dran, nach dem Intro geht es weiter. Viel Spaß mit dem Video. Moin moin Leute und herzlich willkommen mal zu einem neuen Video von mir. Ja, viele YouTuber haben nur ein Ziel im Kopf. Sondern das wäre dann natürlich Erfolg zu haben auf YouTube. Aber da geht das schon los, dass die meisten schon dran scheitern. Weil Erfolg ist nicht gleich von heute auf morgen und das Ziel von heute auf morgen zu erreichen. Das funktioniert auf YouTube nicht. Ihr müsst eine Strategie haben, wie ihr ja euren Ziel und euren Erfolg erreichen könnt. Und es gibt viele, viele, die einfach ja, in diese Richtung verkehrt gehen. Das ist einfach so. Ihr müsst halt schauen, in welche Richtung ihr vernünftig gehen wollt und da müsst ihr auch eure Videos auch optimieren und machen. Und viele machen einfach in den Videos Fehler. Das sind einige Methoden, die sie anwenden und das führt einfach nicht zum Ziel oder beziehungsweise zum Erfolg. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video einige Tipps geben, damit du Fehler vermeidest. Weil Fehler zu vermeiden ist das Wichtigste überhaupt, um Erfolg zu haben. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du keinen Erfolg haben und kannst dein Ziel auch nicht erreichen. Also, ich würde dir jetzt erstmal erklären, welche Fehler die meisten sind, die meisten YouTuber machen. Und dann, ja, würdet ihr halt sehen, dass ihr halt nicht in diese Richtung gehen sollt. Weil die meisten YouTuber, egal in welchen Plattformen ich sie beobachte, auch in den Social Media Plattformen, wenden die meisten halt diese Fehler an und das ist einfach die verkehrte Richtung. Also ich erkläre euch jetzt mal, ja, welche Fehler ihr vermeiden solltet und da gebe ich euch jetzt mal einige Beispiele. Der erste Punkt wäre Abonnenten kaufen. Ja, ich weiß, es gibt einige, die natürlich Abonnenten kaufen und die denken so, ja, so kann ich schnell den Erfolg haben, mal schneller meinen Kanal wachsen lassen. Das ist vollkommen falsch. Es gibt viele Anbieter da draußen, die halt Abonnenten verkaufen, die, keine Ahnung, 5.000, 10.000 oder eine Million Abonnenten verkaufen. Aber bringt das was? Mein ganz klares Nein. Es bringt überhaupt gar nichts. Nach außen hin sehen ja diese Zahlen eigentlich sehr, sehr gut aus. Also wenn man sich mal die Statistik mal so anguckt in seiner Analystik, ja geil, ich habe 1000, ich habe 5000, 10.000, 50.000 oder 1 Million Abonnenten. Das sieht ja von einer Seite aus geil aus. Aber irgendwann wird YouTube drauf kommen, dass ihr gekaufte Abonnenten habt. Und wenn die das merken, dass ihr gekaufte Abonnenten habt, dann werden die euch bestrafen bzw. eure Videos gar nicht vernünftig ranken lassen. Weil YouTube merkt sich das. Weil YouTube weiß selber, dass diese gekauften Abonnenten keine richtigen Abonnenten sind. Das sind einfach nur gekaufte Abonnenten, die man auch sozusagen auch Bots nennt. So, das sind einfach nur tote Bots oder tote Abonnenten, die einfach nichts tun. Und das sieht YouTube natürlich auch. Ihr sollt ja auch mit euren Abos natürlich auch eine Community aufbauen. Und eine Community ist natürlich sehr wichtig für das Wachstum eines Kanals. So, und wenn ihr gekaufte Abos habt, dann könnt ihr damit keine Community aufbauen. Warum? Weil das tote Abos sind, die mit euch gar nicht kommunizieren können. Wie wollt ihr mit toten oder beziehungsweise gekauften Abonnenten eine Community aufbauen, die mit euch nicht kommunizieren können? Und das könnt ihr eigentlich nur, wenn ihr richtige Abonnenten habt, die in den Kommentaren auch kommunizieren, mit denen ihr auch austauschen könnt. So könnt ihr eine Community aufbauen. Aber ihr könnt keine Community aufbauen, wenn ihr einfach nur tote Abos als Bots habt, mit denen ihr gar nicht reden könnt oder beziehungsweise unterhalten oder schreiben könnt. Ne? Und wenn ihr irgendwann normale Abonnenten bekommt, dann werden sich eure normalen Abonnenten auch wundern. Guck mal, der hat, was weiß ich, 10.000 Abonnenten, aber von den 10.000 Abonnenten postet oder beziehungsweise kommuniziert nicht mal ein einziger in den Kommentaren. Ja. Was denkt er sich dann? Ja, da kann doch irgendwas nicht stimmen. So, auf jeden Fall, das müsst ihr definitiv vermeiden. Ihr müsst kontinuierlich beziehungsweise natürlich eure Community aufbauen. So könnt ihr natürlich ja, Abonnenten auch gewinnen. So könnt ihr auch euren YouTube-Kanal auch verbessern.
Und irgendwann, beziehungsweise es wird nicht lange dauern, wird YouTube erkennen, dass ihr so viele toten Abonnenten habt, die mit euch gar nicht kommunizieren können. Und das merken sie sich das. Dann sagen die auch, hier stimmt irgendwas nicht, hier wird manipuliert, der baut keine vernünftige Community auf, bringt nichts. Weil YouTube erkennt ja auch, diese Bots, die kommen nicht aus Deutschland. Das sind irgendwelche, ja, ich sag mal, Server, die irgendwo im Ausland stehen, die einfach nur ihre Bots dadurch aufbauen auf euren Kanal. So, und die sind meistens, keine Ahnung, in Asien und was weiß ich, in anderen Ländern, wo sie ihre Server draufstehen haben. Und das sieht man, das erkennt man auch. Das sieht man natürlich auch in der Statistik auch, weil die Statistik wird euch auch zeigen, wo die Abonnenten herkommen. Und das merkt sich halt YouTube oder sieht das. Und dann kann das mal vorkommen, dass YouTube euch dann bestraft oder beziehungsweise ja, kann auch sein, dass es auch irgendwann mal vorkommt, dass euer Kanal gelöscht wird. Das ist alles möglich. Also versucht auf jeden Fall, das zu vermeiden, dass ihr Abos kauft. Egal, was die kosten, egal wie viele Anbieter es da draußen gibt, vermeidet das bitte. Weil das ist der größte Fehler, den ihr macht. Weil das sind nur tote Abos, die bringen euch gar nichts. Ihr könnt mit denen nicht schreiben, ihr könnt mit denen nicht kommunizieren. Ihr könnt keine Community mit denen aufbauen. Also lasst es einfach. Und wenn euer Kanal durch diese gekauften Abos gesperrt wird, hat sich das dann am Ende dann für euch gelohnt, was ihr für euren Kanal an Zeit investiert habt? Ja, hat sich das überhaupt gelohnt? Ich denke mal nicht. Also hört auf damit, macht es auf jeden Fall nicht. Es sieht zwar gut aus, wenn man viele Abos hat in der Statistik oder auf seinem Kanal, aber die Abos sind nicht das Wichtigste für das Wachstum des Kanals. Vermeidet das auf jeden Fall und ihr werdet auf jeden Fall bessere Erfolge haben und viel besser in euren Ziel natürlich auch erreichen. Also macht das bitte nicht, Leute, weil das ist überhaupt ein No-Go, finde ich. Kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, wo ihr auf jeden Fall Fehler vermeiden solltet. Und das ist Abo für Abos. Leute, macht diesen Scheiß auf jeden Fall nicht. Das sage ich euch auch. Ich sehe das so oft in den sozialen Medien, wie alle unter ihren Videos schreiben, ey, hast du Lust auf Abo für Abo? Ich abonniere deinen Kanal, du abonnierst meinen Kanal. Mach das bitte nicht. Genauso auch in den Kommentaren. Es schreiben viele darunter, hast du Lust auf Abo? Mach das, Leute, bitte nicht. Weil das bringt euch überhaupt nichts. Das ist genau wie Abonnenten, die man kauft im Internet. Das ist fast sowas Gleiches oder das Ähnliches. Weil das bringt euch überhaupt auch nichts. Weil das sind Abonnenten, die euch abonnieren, die verschwinden auch wieder ganz schnell. Und das bringt doch nichts. Was habt ihr davon? Das sind genau solche toten Abos, wie die ihr gekauften Abonnenten habt. Das ist genau das Gleiche. Also vermeidet definitiv das Abo für Abo. Das geht mir langsam auch auf die Nerven, egal auf den sozialen Medien oder wo auch immer. Weil das bringt überhaupt nichts. Und das machen auch immer noch so viele. Das bringt doch überhaupt nichts. Ich abonniere jetzt den, sage ich mal ein Beispiel, den abonniere ich und der abonniert mich mit. Zwei Tage später hat er mich deabonniert, das war's. Aber bei sich sieht das in der Statistik natürlich besser aus. Warum? Weil ich ihn abonniert habe. Ne? Und das bringt überhaupt gar nichts. Er wird euch in den Kommentaren gar nicht kommentieren, er wird euch kein Like geben, nichts, gar nichts. Das bringt einfach nichts. Versucht einfach auf organischen Wege eure Abonnenten aufzubauen. Lieber 1 bis 2 Abonnenten pro Woche oder pro Monat, scheißegal. Aber dann habt ihr wenigstens richtige Abonnenten, die kommentieren eure Videos, mit denen ihr euch austauschen könnt und was auch immer. Aber vermeidet bitte dieses Abo für Abo, weil das geht mir echt auf die Nerven. Außerdem, was auch total doof ist, wenn ihr diesen Kanal oder von denjenigen den Kanal abonniert, ich sag mal, es ist ein Gaming-Kanal und ihr macht natürlich, sage ich mal, einen Diät-Kanal oder ihr habt einen Diät-Kanal und ihr abonniert den, dann wird YouTube, wie ihr es kennt mit dem Algorithmus auch, die Videos, eure Videos auf seinen Kanal vorschlagen oder seine Videos werden bei euch vorgeschlagen und das passt auch zum Thema überhaupt gar nicht, weil wenn ich irgendwelche Diätvideos mache und
dann werden seine Videos bei mir vorgeschlagen unter Gaming. Dann wird sich natürlich meine Abonnenten oder meine Community auch wundern. Hey, warum? Ich gucke normalerweise Diätvideos, aber warum werden mir einfach irgendwelche Gaming-Videos vorgeschlagen? Ja, und das kommt deswegen auch, weil man Abos für Abos macht, mit denen ja, YouTube das auch merkt und sieht. Ja, wenn das gut läuft, dann kann ich ja die Videos da vorschlagen bei denen. Das bringt überhaupt nichts. Also vermeidet das bitte. Bitte, macht dieses Abo für Abo nicht. Kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt, den ich euch mitgeben möchte auf dem Wege. Die sozialen Medien. Ihr müsst diese sozialen Medien definitiv immer nutzen. Egal, ob das Facebook ist, Instagram ist oder Twitter ist, was auch immer. Ihr dürft diese Gruppen einfach oder diese sozialen Medien nicht unterschätzen. Weil, wenn ihr eine Nische habt und in sozialen Medien gibt es auch die Nische auch als Gruppen, dann meldet euch da an und teilt auch eure Videos auch da, beziehungsweise unterhält euch ja mit den Usern, versucht dadurch eine Community aufzubauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die sozialen Medien, die werden euch auf jeden Fall sehr, sehr viel unterstützen, damit ihr Erfolg habt und euer Ziel auch erreicht. Weil nur so könnt ihr auch ein bisschen Werbung für eure Videos machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also unterschätzt bitte diese sozialen Medien nicht. Wenn ihr die passende Nische habt, ich sag mal, ihr habt jetzt einen Diätkanal, dann meldet euch in Gruppen wie Diätkanalen Gruppen ein, also meldet euch da an, postet da eure Videos, schreibt was dazu, baut eine Community auf, schreibt mit den Leuten dort, damit sie eure Videos anschauen und damit ihr, so könnt ihr natürlich auch Abos gewinnen, so könnt ihr eure Community aufbauen und dann seid ihr auch schon in den richtigen Weg zum Ziel. Also, ihr müsst da dran denken, benutzt auch die sozialen Medien, weil das ist sehr, sehr wichtig. So, das war es dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einige Tipps mitgeben, womit ihr ja eure Fehler auf jeden Fall auf YouTube vermeiden solltet. Wenn ihr diese Problematik bzw. diese Fehler vermeidet, die ich euch genannt habe, dann werdet ihr definitiv in den richtigen Weg gehen und euer Ziel auch erreichen. Weil tut es für euch, wenn ihr auf jeden Fall Erfolg haben wollt, wenn ihr was erreichen wollt, wenn ihr der Menschheit da draußen irgendwas beibringen wollt über YouTube und sonst was, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Fehler vermeiden. Also meine größte Problem war damals bei mir auch, das auch mit diesen Abos für Abos gewesen und hier und da, das ist mir irgendwann dann aufgefallen und dann habe ich das auch gelassen. Es posten immer noch viele bei mir in den Kommentaren oder in den sozialen Medien, Abo für Abo, ich ignoriere das, weil das bringt überhaupt nichts. Also definitiv diese Fehler vermeiden und dann seid ihr auf dem richtigen Weg zum Ziel. Ja, du kannst ja gerne mal in die Kommentare ja mal schreiben, was mal deine Fehler oder deine großen Fehler auf YouTube waren. Das würde mich mal gerne mal interessieren. Erfahrungen sammeln bzw. von anderen Tipps mal bekommen, würde mich gerne mal interessieren, wie eure Erfahrungen mit Fehlern auf YouTube waren. Das würde mich gerne mal interessieren. Schreibt das mal definitiv mal in die Kommentare rein. Ja, wenn ihr auf jeden Fall neu auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr wünschen, einen Daumen hoch zu geben. Ansonsten sage ich schon mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen, bis dann. Tschüss.